Jo, meine Freunde, was geht ab? Willkommen auf Border TV. Mein Name ist Bayram. Mein Name ist Mehmet. Leute, heute mal ein komplett anderes Video. Und zwar, wie ihr seht, haben wir ein neues Gesicht vor uns. Auf jeden Fall. Lass dich erstmal grüßen. Arami. Hi Arami. Das ist Arami. Also ich würde mal sagen, wenn du willst, stell dich mal kurz vor. Hallo, ich heiße Arami. Ich bin 25 Jahre alt. Ich komme aus Kamerun. Ja. Kamerun? Ja. Perfekt. Wie lange bist du schon hier in Deutschland? Ich wohne seit 2006, 15, 16 in Deutschland. Fast 5 Jahre. Leute, die einen oder anderen kennen ihn bestimmt schon durch Instagram. Da ist ein Video zu sehen, wo er von, sag ich mal, Security-Mitarbeitern einfach so aus einem Galeria-Kaufhof rausgeschmissen wird, ohne Grund, Freunde. Deswegen, falls ihr ihn nicht kennt, könnt ihr jetzt in der Infobox auf jeden Fall nachschauen, auf seinem Instagram ist dieses Video zu sehen. Das blenden wir nochmal gleich sowieso ein. Ich sag mal so. Es stehen sehr, sehr viele Fragen offen und mit diesem Video soll alles aufgeklärt werden, wieso, weshalb du rausgeschmissen wurdest. Du wurdest zu Unrecht behandelt, ne? Yeah. So, du hast das Video geht 5 Minuten lang. Du hast das Video auf deinem Instagram-Account gepostet. Jetzt, genau, jetzt einmal abchecken, sein Instagram-Account. Du hast es da, dort gepostet und das ist echt viral gegangen. Das hat bis jetzt zurzeit 700.000 Klicks. Also über eine halbe Million auf jeden Fall. Und die Leute fragen sich halt, was ist passiert. Ich persönlich muss sagen, ich habe Kommentare gelesen. Dort stand zum Beispiel auch, der muss ja was gemacht haben, der muss ja was geklaut haben, dass sie ihn so behandeln. Genau. Aber so war es nicht. Wir wollen auch nicht viel reden, Freunde, ist recht von uns aus. Ich würde sagen, Bruder, du erzählst mal kurz ein bisschen die Geschichte. Also, was da genau geschah, du, was ihr da überhaupt machen wolltet. Ihr seid dort aufgetreten. Ja. Also du warst jetzt in Berlin am Galeria Kaufhof. Achso, vorgestern Samstag. Also an einem Samstag. 16, 17 Uhr, ich war mit einem Kumpel am Alessandplatz. Mhm. Ich meinte zu ihm, ich will es was kaufen in Galeria Kaufhof. Ja. Und ich wollte ein Parfüm kaufen. Mhm. Wir sind dahin gegangen, wir sind reingekommen. Als ich reingekommen bin, mein Handy klingelte. Das spielt eine Musik. Genau. Und ich habe mein Handy rausgenommen und ich habe überlegt, ob ich reingehen oder auflegen, weil ich war beschäftigt. Genau. Dann nicht mal 30 Sekunden, eine Minute, eine Frau kommt zu mir, sie sagt, ich muss das Musik ausmachen. Ich habe dieser Frau gesagt, das ist keine Musik, ich spiele gerade keine Musik, sondern das ist eine Anruf-Notification. Genau. Also, Freunde, wie gesagt, er war da drin, hat einen Anruf bekommen. Er wollte rangehen, aber wollte auch einerseits nicht, weil er beschäftigt war. In dem Moment kam direkt auch eine Mitarbeiterin von Galeria Kaufhof und meinte, dass er die Musik ausmachen soll. Und er meinte, das ist ein Klingelton von meinem Handy, das ist keine Musik. Und dann? Dann, sie dreht sich um, sie sagt, ja, erst war sie dumm. Ich war geschockt. Also sie hat dich dumm genannt? Sie hat sogar, erst war sie dumm. Was hat sie gesagt? Ja, ich war sehr dumm. Ihr Schwarzen seid dumm. Ja, und ich habe das nicht gehört. Ich war geschockt, ich bin die ganze Zeit gewartet. Bekommen, Alter, wallah. Und dann bin ich zu ihr gegangen, ich meinte, ey, was sie gerade gesagt hast, das ist nicht schön. Ich meinte, ich bin zu ihr gegangen, ich meinte, was sie gerade gesagt hat, ist nicht schön, ich fühle mich gerade Beleidigung und ich werde Anzeige gegen ihn machen, weil sie haben mich beleidigt. Das ist rassistisch. Das hat nichts mehr mit Belästigung zu tun. Sie hat dich einfach beleidigt und hat gesagt, ihr Schwarzen seid dumm. Einfach so. Sie hat gesagt, ihr Schwarzen seid dumm, Leute, überlegt euch das mal. Und sie fragt mich, ob ich will, dass die Polizei Security anruft. Ja. Ich meinte, okay, kein Problem, kannst du Security anrufen, ich habe gar nicht gemacht. Ich bin ruhig geblieben, so drei Minuten, bis die Security sind gekommen. All die Security gekommen sind. Wie viele waren das? Erstmal waren drei Security sind gekommen zu mir. Okay. Was haben die mit dir gemacht? Wie haben die angefangen? Die sind gekommen und diese Frau da, sie hat der Security erzählt, was losgeht. Okay. Sie meinte an der Security, der Typ da, er hat Musik gespielt und er hat mir rassistisch Also die Frau hat gesagt, dass du sie rassistisch... Du hast sie wohl angegriffen. Ich Musik gespielt und sie rassistisch beleidigt habe. Dann, was ist dann passiert, als die Security kam und vor dir standen? Also, eine von der Security ist gekommen. Also sie hat alles bei der Security erzählt. Und Der Security meinte zu mir, dass ich rausgehen muss. Ja. Ich habe ihm gesagt, es gibt einen Grund,
warum soll ich rausgehen? Genau. Er meinte, na, und wenn ich rede, ich bewege meine Hände. Ja. Er meinte, ich soll meine Hände unterbringen. Unten halten. Ich meinte, nein, so kann ich du, kann nicht Hände. Du redest halt so. So genau, das ist ganz normal als Person, wenn man gerade ein bisschen sauer ist, dass man halt so unter Schock ist. Man kann nicht so reden. Genau, und er meinte, ich soll meine Hände. Er ist so zu mir gekommen. Ich meinte, bitte, das ist so nah. Gib Abstand. Abstand. Ja. Und er hat, die sind zu mir gekommen in Gewalt. Wie viele Personen haben dich dann halt, sagen wir mal, angegriffen? Am Anfang, ich glaube, das war 4 Personen. Okay. 4 Personen. Und dann, ich war nicht sicher, aber ich glaube, das war 4 Personen. Also man sieht das auch alles im Video, Freunde. Das Video geht 5 Minuten lang. Wie gesagt, geht auf seinen Instagram-Account. Da könnt ihr sehen. Ey, also sein Freund hat alles aufgenommen, gefilmt. Alles ist auf Videobeweis zu sehen, was dort geschah. Ich, Leute, habe das Video zum ersten Mal gesehen und dachte mir erstmal, das geht nicht. Das ist krank, dass wir noch heute. Ich bin immer ein neutraler Mensch. Ich höre mir die beiden Seiten an. Aber das Krasse ist, Leute, warum sollte er lügen? Wisst ihr, was ich meine? Und diese Welt, die heutzutage ist sowas schon so. Ganz normal geworden. Ganz ne? normal geworden, dass man rassistisch gegenüber. Echt? Was heftig. Gut ist. Oh, im Galeria-Koffer ist die Kamera. Die Security Car haben dich gepackt, ohne Grund, Leute. Die haben ihn einfach ohne Grund gepackt und wollten ihn rausziehen. Gewalttätig. Man sieht das im Video, dass die gewalttätig wurden und ihn so gepackt haben und ihn auch verletzt haben, sage ich mal. Also am gleichzeitig war okay und dann nach der Tag? Andere Tag, ich hatte hier den ganzen Hals. Schmerzen. Okay, Schmerzen, ja, Leute. Ne? Und auch psychisch, du musst überlegen, du wirst einfach ohne Grund in einem Kaufhaus rausgeschmissen. Genau. Er fragt den Security, was ist der Grund? Der Security-Mann antwortet einfach, es gibt keinen Grund, das ist Hausrecht. Das ist für mich einfach rassistisch, fertig. Dass sie einfach solche Leute da drin nicht haben wollen. Es gibt einfach keinen Grund. Das ist krank, das ist unvorstellbar. Und Leute, diese Tat, was geschah, ist schon 2-3 Tage her, ne? Und Galeria Kaufhof Berlin hat sich bis heute nicht dazu geäußert, hat nichts dazu, also die tun so, als ob nichts passiert genau, wäre. Die wollen auch wisst ihr, was ich meine? Genau das wollen wir verändern, indem das einfach nicht vergessen bleibt. Sowas soll immer sehr, sehr stark unterstützt werden. Deswegen sitzen wir hier und wollen das Ganze einfach aufklären. Das ist einfach nicht das erste Mal, dass ein Dunkelhäutiger, genau, sage ich mal, ein Dunkelhäutiger anders behandelt wird als wir so. Mensch ist Mensch, Freunde. Egal, ob du schwarz bist oder weiß. Scheißegal. Ich könnte niemals. Aber es gibt halt Menschen, die sowas machen. Es gibt, hat man ja gesehen, in Amerika. Es gibt Menschen, die sowas machen. Man hat sowas in Amerika gesehen. Das wollen wir verhindern, indem wir das jetzt in die Aufmerksamkeit bringen. Also das Starke ist erstmal, die Leute unterstützen dich. Ja, was auch selbstverständlich ist. Ich habe mir die Kommentare reingezogen. Auch sehr, sehr viele Berühmte haben das Video geliked. Und das ist stark, dass dein Kollege das aufgenommen hat. Denn würde das Video gar nicht im Netz sein, könnte sowas gar nicht unterstützt werden, würden wir sowas auch gar nicht gesehen haben. Sowas würde dann einfach an diesem Tatort dann vergessen bleiben und du würdest dich wahrscheinlich aufregen, wieso wir das nicht aufgenommen haben und der Welt gezeigt haben, was für Menschen noch auf dieser Erde gibt. Kommen wir wieder zurück zum Thema. Die Security kam, 4 Leute haben dich genommen, haben dich gepackt, wollten dich auf den Boden fixieren, keine Ahnung, was die vorhatten. Die haben dich einfach gewalttätig gepackt und ohne Grund. Genau. Und dann, was ist dann passiert? Ich habe denen gesagt, mit Gewalt, das kann nicht gehen. Ja. Ich möchte alleine rausgehen. Alleine raus. Weil mit Gewalt. Also er wollte rausgehen. Ja, er wollte nicht rausgehen. Allein, nicht mit Gewalt. Aber nicht mit Gewalt. Mit Gewalt. Was soll das? Für mich mit Gewalt, das könnte das nicht akzeptieren. Ja. Ich könnte nicht akzeptieren. Ja. Ich könnte. Und weil schließlich müsst ihr wissen, ihr selber wisst, ihr habt nichts getan und werdet einfach gewalttätig gepackt. Und im Video, was wir gerade hier alles erzählen, ist wirklich alles auch gezeigt. Wir übertreiben hier keine Szene. Es wird alles wirklich, 5 Minuten geht das Video, schaut euch dieses Video an. Dann ist da ja die Polizei gekommen. Die Polizei wurde hinzugerufen. Wie viele Polizisten kamen dahin? Ich weiß nicht genau, aber das waren mehr als 6 oder 5 Polizisten. Mehr als 6 Polizisten? Okay, das habe ich persönlich im Video nicht genau gesehen. Ich glaube, nur 2 habe ich nur gesehen, aber da war das mehr als 6 beendet. Und was haben die zu dir gesagt, die Polizei? Also als die Polizei gekommen sind, die sind erst einmal zu der Security gegangen. Ja. Die haben selber geredet und so. Und ich habe fast nicht gesagt. Als die Security alles gesagt hat, die sind zu mir gekommen, die meinte, die werden gegen mir eine Anzeige machen. Warum?
Was hast du gemacht? Was ist ich habe gefragt, die meinte wegen Hausrecht und so alles. Okay. Ich habe nicht alles richtig verstanden. Mhm. Und dann er meinte auch, ich kann auch eine Einzahlung machen. Ich meinte ja, natürlich, ich will gerne eine Einzahlung machen. Ja. Er hat es was geschrieben, er hat eine Einzahlungsnummer gegeben. Und ja, das ist was passiert. Also damit gehst du auf jeden Fall gerichtlich vor. Ja, genau. Das wird auf jeden Fall seine Konsequenzen haben. Ja. Hat die Polizei auch dich irgendwie gewalttätig? Nein, die Polizei hat mich nicht gewalttätig, die waren einfach ganz neutral. Die sind dahin gekommen, haben deren Arbeit gemacht. Ja. Du hast eine Anzeige erstattet, die haben eine Anzeige gegen dich erstattet, wegen? Ich weiß nicht, warum die das Anzeige gemacht haben, aber ich habe von der Polizei gehört, dass es wegen das Hausrecht, dass ich rausgegangen bin. Also dass du nicht rausgegangen bist? Ja, also Leute, ich muss sagen, als ich das gesehen habe, war ich direkt schockiert. Und Leute, das geht nicht. Ihr könnt doch anhand einer Hautfarbe einen Menschen nicht verurteilen. Nicht anders behandeln, Leute. Wisst ihr, was ich meine? Und was die Frau gesagt hat, ihr Schwarzen seid dumm, das ist eine krasse Aussage. Das ist für mich eine Straftat. Das ist für mich eine Straftat, was die Frau gesagt hat, denn das ist rassistisch. Ich verstehe nicht die Menschen, wenn die sowas zu jemanden sagen sollten, die eine dunkle Hautfarbe haben. Aber fragen diese Menschen sich nicht, was das mit dir eigentlich machen kann? Verstehst du, was ich meine? Das kann dich doch vielleicht innerlich kaputt machen. Ja, stimmt. Das kann dich auch innerlich fressen. Also, ich habe noch eine Frage. Die Security-Mitarbeiter haben dich ja durch die Gegend, sage ich mal, geschleudert. Du bist ja gegen Vitrinen geknallt, also gegen Produkte, die sind ja auf den Boden gefallen. Musstest du das alles zahlen oder wie wurde das alles gemacht? Ich habe gerade keine Ahnung. Ich weiß nicht, dass wir weitergehen sollen. Ja. Deswegen muss ich erstmal einen Anwalt suchen. Weiß nicht, was. Also, Freunde, falls einer von euch einen sehr guten Anwalt kennt, der unseren Bruder unterstützen kann, dann meldet euch bei uns oder auch bei unserem Bruder. Denn das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und auch das ist nicht zu spaßen. Das muss auf jeden Fall. Das muss geteilt werden. Ja. Das braucht Aufmerksamkeit. Sowas sollte nicht vergessen sein. Das Spendekonto für unseren Bruder Arami ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Denn ein Anwalt kostet halt Geld und ist nicht. Es wäre sehr, sehr schön, wenn wir den Bruder unterstützen könnten. Egal ob 1 Euro, 2 Euro so. Gibt, was ihr habt. Es heißt nicht, dass ihr jetzt 50 Euro mindestens spenden müsst. Nein. 1 Euro reicht auch, das heißt 1 Euro und bei 5000 Menschen sind das schon 5000 Euro. Wie schnell sowas geht, 1 Euro hat glaube ich jeder, das tut keinem weh. Also, wir tun damit was sehr, sehr Gutes, was sehr, sehr Gutes, weil so eine Sache, was Unrecht gegenüber Arami getan wurde, das ist echt berührend. Leute, ich muss auch noch wirklich sagen, ne, der Junge ist ein Boxer, der macht seit über 10 Jahren Boxen. Und Freunde, ich persönlich, wenn mich jemand so behandeln würde, ich könnte nicht ruhig bleiben. Ich weiß wirklich nicht, wie du ruhig gibst. Wie kommt es dazu, dass du nichts gemacht hast? Wie hast du das geschafft, dich so ruhig zu verhalten? Ich war sauer, ich wollte was machen und beim Boxen ist so wie Disziplin und du musst dreimal denken, bevor du was machst. Richtig. Und das hast du in dem Moment getan. Du hast das war schwer für mich, aber ich habe das trotzdem durchgezogen, weil das ist so wie Boxentraining. Mhm. Beim Boxentraining ist so wie manchmal, du willst aufgeben, aber du musst durchmachen bis zum Ende. Also er hat auf jeden Fall ein Kämpferherz und hat eiskalt nichts gemacht und wollte einfach nur den Grund wissen. Ich persönlich, ich würde durchdrehen. Ich glaube, du auch. Ich glaube, wir da draußen vielleicht sogar auch. Aber wie er da geduldig geblieben ist, ist einfach Respekt. 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 Und wenn man dagegen nichts macht, dann wird sowas häufig passieren. Wie gesagt, wir wollen einfach mit diesem Video hier zeigen, dass Menschen immer noch auf dieser Erde so existieren, die was gegen Dunkelhäutige haben. Darunter verstehe ich nichts anderes. Fakt ist, du hast nichts getan, du wurdest so behandelt, das geht nicht, das macht einen Menschen richtig kaputt. Du bist auch psychisch bei dir oder wie sieht's aus? Wie nimmst du das mit? Wie verarbeitest du das? Schlecht. Schlecht, ne? Ich kann das bis jetzt... Verstehen, du bist immer noch unter Schock. Ich bin immer unter Schock und ich habe sogar fast 2 Tage nicht geschlafen, weil... Leute, das ist traurig, Bruder, mach dir nichts draus, Bruder. Ich mach dir nichts draus. Auf jeden Fall wirklich Respekt, dass du so geduldig geblieben bist. Freunde, du hast es sehr gut gemacht. Würdest du dort vor Ort
was machen, sag ich mal, mit den Fäusten oder sonst was, weil du wurdest echt gewalttätig gepackt und manche würden da durchdrehen, losschleudern. Notwehr, Leute, genau, dass du da nichts gemacht hast. Also das war wirklich das Entscheidende, weil würdest du dort vor Ort was machen, wärst du schuld und somit hast du ja nichts gemacht. Obwohl er immer noch nicht schuld wäre. Die hätten das Video gesehen, hätten gesehen, dass er gewalttätig sein würde und würden direkt die Schuld ihn schieben, obwohl er nur sich wehren wollte. Was hat deine Familie dazu gesagt, als sie das Video im Netz gesehen haben? Ich bin hier in Deutschland allein und meine Ach so, Familie ist ganz alleine. Okay, ich bin allein in Deutschland und das ist schon echt hart. Und die haben gesehen, die haben mich gefragt, was passiert. Ich wollte nicht zu viel erzählen, damit die keine Sorgen machen. Ich meinte, nein, ist okay, ist gut. Ist alles gut. Und weil ich weiß, die wissen, dass ich hier alleine bin. Ja. Und ja. Hey, das ist. Was haben deine Freunde dazu gesagt? Der mit mir war oder meine ganze Freundin. Allgemein. Die haben mir nachgeschrieben, die meinte, die hatte dann nicht auf mich erwartet, dass ich es nicht gemacht hatte. Die meinte, das war eine gute Behandlung, Aktion. Und ja, das du, war die du hast Tage, einfach, die meinte, du hast einfach perfekt gehandelt. Ja, und die meinte, die sind hinter mir, die schützen mich. Klar, auf jeden Fall. Wir stehen auf jeden Fall auch hinter dir. Ja, und ich möchte auch andere Leute, die mich geschrieben hatten, bedanken. Ich war ein bisschen motiviert, weil mein Sushi war ganz unter, ich könnte nicht reden und alles. Und jetzt, mit eurer Nachricht, ich bin motiviert. Also er, ich bedanke mich, er war echt am Ende, Leute, nach so einer Aktion. Aber da ihr solche krassen Nachrichten an ihn gesendet habt und geschrieben habt, wir stehen hinter dir, Respekt an dich, hat er nochmal die Motivation bekommen, um hier jetzt vor der Kamera zu reden. Und wir bedanken uns auch auf jeden Fall, dass du hier dir die Zeit genommen hast, dass du überhaupt in der Lage bist, hier zu sprechen und zu erzählen, was hier passiert ist. Weil viele in so einer Situation würden sich verstecken, würden, keine Ahnung, solche Sachen gibt es auch, die würden sich verstecken, würden nicht darüber reden, aber das ist auch falsch, weil wer schon in meinem Loch, sage ich mal, gefangen ist, darf nicht weiter rein, man muss da irgendwie raus. Ja. Und du sitzt jetzt hier, du sagst, was in deiner Seele ist und das tut dir bestimmt gut. Ja, ne? Das ist schon gut. Und ja, dann... ich sehe auch, die Leute markieren dich, die Leute teilen das. Jeder, der mit Respekt da drunter kommentiert unter seinem Video, was über 700.000 Menschen schon gesehen haben. Wir sehen, wir halten zusammen. Das stärkt dich auch nochmal, das stärkt uns. Weil sowas muss gesehen werden und muss weitergeleitet werden. Sowas muss einfach gepusht werden nach oben. Das soll jeder sehen. Jeder soll es einfach mitkriegen, was geschah. Und ja, mit diesem Video mehr Aufmerksamkeit. Das heißt, teilt dieses Video, das Video soll verbreitet werden. Ich wollte nur einfach sagen, dass wir sind alles selber. Wir sind alles Menschen. Alle Menschen. Diskrimination, das geht nicht. Und ich verstehe nicht, warum. Es gibt immer so solche Leute und so weiter. Oh, dass er hier so reden muss, Digga, das tut mir weh, Mann. Ja, und das muss nicht sein. Das muss ich einfach mal erst, dass wir einfach so, du machst nichts. Jemand kommt zu dir einfach so professionell und rassistisch angreifen und so alles. Ey, sowas funktioniert nicht, Mann. Sowas funktioniert nicht. Leute, ihr müsst euch überlegen, mit wie vielen Jahren kamst du nach Deutschland? Mit 1920. Und jetzt bist du 25. Sagen wir mal vor 5 Jahren. Warum bist du überhaupt nach Deutschland gekommen? Ich bin nach Deutschland gekommen, das ist eine sehr, sehr, sehr lange Geschichte. War in Kamerun. Ich war die ganze Zeit alleine, so ich hatte niemanden. In Kamerun, ich habe gemerkt, dass ich keine Chance dort habe. Also, dass du da keine Zukunft aufbauen kannst? Keine Zukunft aufbauen kannst. Ich wollte nach Deutschland, für meine Zukunft aufbauen. Perfekt. Und als ich hier gekommen bin, ich habe gemerkt, dass ich kann das schaffen, weil die Leute, viele Leute sind hier, die sind nett. Genau. Die akzeptieren dich, wie du bist. Und ich bin zur Schule gegangen, ich habe was gelernt, ich habe mit viel Kinder gearbeitet, also beim Boxen, weil ich habe auch mit Kindern trainiert, fast 3 Jahre und so alles. Und also Leute, ihr müsst euch überlegen, ihr seid in einem Land, wo ihr euch nicht wohlfühlt und euch keine Zukunft aufbauen könnt. Dann kommt ihr nach Deutschland, weil ihr euch denkt, Deutschland ist eine Zukunft. Hier kann ich mir was aufbauen. Hier kann ich eine Familie gründen. Und am Ende passiert euch so eine Sache. Aktion. Und kommt und werdet nicht enttäuscht.
Das wisst ihr, was ich meine? Leute, ich bekomme gerade Gänsehaut beim Reden, weil ich mir gerade vorstelle, stell mal vor, das wäre bei mir so. Und ich bekomme schon, ich will gar nicht wissen, wie du dich genau fühlst, Bruder. Das macht einfach einen Menschen kaputt. Ja. Dass wir so ein Video überhaupt drehen müssen, 2020, das ist schon wirklich hart. Das muss nicht sein. Falls ihr spenden wollt für Arami, unseren Bruder, dann jetzt unten in der Videobeschreibung ist ein Link dazu. Da könnt ihr, egal was ihr wollt, was ihr habt, spenden. 50 Cent, 20 Cent. Sonst würde ich sagen, Arami, das war's mit dem Video. Hast du noch irgendwas in die Kamera zu sagen? Deine letzten Worte. Ich wollte einfach sagen, dass denk nicht, dass ich jetzt was gemacht habe. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe gar nichts geklaut. Das ist nur wegen meinem Handy. Mein Handy hat nur geklingelt. Dann kam diese Frau zu mir und sagte, ich muss mein Handy ausmachen. Ich habe sie sogar gesagt, dass ich spiele keine Musik, das war einfach ein Ruf. Und ja. Und damit hättest du auch gar nicht gerechnet, dass dann kommt. Ich habe wirklich gar nicht gemacht, wirklich gar nicht gemacht. Und ja, das ist für mich, ich bin unter Schock. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist einfach so. Wir wollen dich damit auch nicht zu sehr weiterhin belasten. Du bist sowieso schon unter Schock und traurig, sage ich. Aber ich kann dir sagen, lass dich nicht runter machen, weil du hast gesehen, du hast einmal im Internet preisgegeben und du siehst, wie viele Leute hinter dir stehen, wie viele Leute sowas teilen, wie viele Leute dagegen sind, was mit dir passiert ist, wie viele Leute dich unterstützen, das siehst du auch. Ja. Die Kommentare, das ist also, das spricht alles stehen alle hinter dir, mach stehen dir alle Kopf. Hinter dir, also brauchst du überhaupt gar keinen Kopf machen, lass dich damit nicht beschäftigen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es jetzt unter die Kommentare oder auch eure Meinung, könnt ihr auch unter die Kommentare schreiben. Dann können wir zum Beispiel, falls es noch Fragen gibt, beim nächsten Video mit unserem Bruder Arami, vielleicht stehen noch Fragen offen, beantworten. Ja, und sonst könnt ihr uns drei natürlich jetzt hier auf Instagram folgen und wir beenden das Video, wie gesagt. Es sollte einfach nur eine Aufklärung sein, was genau dort geschah. Die Nachfrage war, wie gesagt, sehr, sehr groß. Du hast auch zahlreiche Nachrichten bekommen. Spenden könnt ihr auch natürlich, wie gesagt. Ich bin sehr freuen für eure Hilfe, weil ich brauche das jetzt gerade. Ja. Und ja, das wäre perfekt, wenn sie mich helfen könnte. Für seinen Anwalt braucht er halt natürlich Geld und ist. Weil sowas soll einfach unterstützt werden. Sonst würde ich sagen, Freunde, wir beenden das Video. Arami, wir haben uns sehr, sehr gefreut, dass du mitgemacht hast. Wir danken dir auf jeden Fall. Ich bedanke Ihnen auch, weil. Kein Problem. Danke, sowas für uns selbstverständlich, Mann. Falls du nichts mehr zu sagen hast, beenden wir das Video. Ich habe gar nicht mehr. Perfekt? Ja. Okay, Bruder, ich danke dir. Alles klar, Mann. Was ein geiler Laden, Mehmet, Alter! Auf jeden Fall, wir Leute, bedanken uns auf jeden Fall, dass wir uns hier das Leute, wir bedanken uns auf jeden Fall an Cleopatra Berlin, Leute, das ist die Schauseestraße. Wir bedanken uns auf jeden Fall, dass er uns hier den Laden zur Verfügung gestellt hat, dass wir unser Video hier drehen konnten. Genau. Ist nicht selbstverständlich, deswegen danke schön, Bruder. Gerne, kommt gerne hier hin, um Shisha zu rauchen oder auch um zu trinken. Ein sehr schöner Laden, sehr gemütlich. Ihr könnt auch natürlich Cleopatra auf Instagram folgen. Alles unten verlinkt, Adresse, Straße, alles.